Equal Pay vor allen Dingen über das Thema sprechen. Also ich meine, wir haben ja auch Lohnungleich in anderen Berufen in unserem Land. Das heißt, das ist die politische Ebene. Mit unseren Haushaltstiteln aus dem Auswärtigen Amt können wir da jetzt nicht die Lücke auffüllen. Da muss ich meine eigene Haushaltsverhandlung mit dem Finanzminister jetzt erst noch mal gut über die Runden bekommen, dass wir insbesondere in dem Bereich, wo wir jetzt aktiv sind als Auswärtiges Amt, die Projekte, die wir haben, weiter fortführen können, um mehr Menschen weltweit Zugang zu bieten. Und auch da sieht man wieder, die Welt ist ja dann am Ende ein Dorf. Wir fördern jetzt ein Fußballprojekt in einem Camp im Nordirak. Dann würden manche Menschen in diesem Land auch sagen, und warum haben wir dann die Mittel nicht hier für den Fußballverein um die Ecke? Was wir aber dadurch auch wieder an Attraktivität für Deutschland mit unserem enormen Fachkräftemangel in dem Bewusstsein von diesen jungen Mädchen dort erreichen, die sich irgendwann sagen, Mensch, Deutschland hat mir mit ermöglicht, dass ich hier die Hoffnung in meinem Camp nicht aufgegeben habe. Wenn ich überlege, ob ich woanders als Fachkraft anfange, vielleicht ist das das Land, wo meine Hoffnung hingeht. Und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Als wir zum Beispiel dort vor Ort waren, war Australien ganz oft der Ort der Sehnsucht. Jetzt nicht nur wegen der Fußball-WM, müssen wir natürlich ehrlichkeitshalber sagen, sondern weil andere nach Australien gegangen sind, die dort eine Aufnahmebereitschaft geschafft haben. Aber wie eng das zusammenhängt und weswegen das, was ich auch in anderen Bereichen der Außenpolitik immer versuche deutlich zu machen, zwischen Werten und Interessen, können wir gar nicht trennen. Das Gleiche gilt auch für den Sport. Man kann sagen, das ist eine Frage von Werten, dass alle den gleichen Zugang haben. Auf der anderen Seite ist es ein ökonomisches Interesse, weil dann mehr Sponsoren im Zweifel bereit sind, dort rein auch zu investieren. Und das zusammenzubringen, das versuchen wir, das versuchen wir vom Auswärtigen Amt. Ich setze darauf, dass die deutsche Nationalmannschaft mindestens ins Halbfinale kommt, weil meine Reise nach Australien, wo mein Antrittsbesuch nach anderthalb Jahren hier stattfindet, ist so gelegt, dass das auf das Halbfinale rein zufällig fällt vor Ort. Also das müssten Sie bitte dann sicherstellen. Aber ich glaube, genau wie Nina Künzer gesagt hat, das ist natürlich diese großen Sportevents, das sind die Beiträge, die dann bei uns auch in Deutschland die Leidenschaft bei vielen Mädchen und Jugendlichen und auch Jungs ja mit befördern können. Und da hier auch einige Medien ja zugestaltet sind, möchte ich gerne unterstreichen, was der DFB-Präsident hier gesagt hat. Weil das eine ist die FIFA, an die wir hier eindringlich appellieren können, das andere sind aber auch öffentlich-rechtliche Sender. Und wir haben gesehen, wenn Spiele übertragen werden und letztes Jahr, wenn ich richtig liege, das Endspiel der Frauen-EM war die Sendung mit der höchsten Einschaltquote für das gesamte letzte Jahr. Also es lohnt sich dann auch wieder ökonomisch in dem Bereich. Und die Zeitumstellung macht es möglich, dass man in den Ferien das Ganze auch gucken kann, aber morgens um 9 gucken vielleicht auch nicht so die Standard-Erwerbstätigen in diesem Land unbedingt Fernsehen. Aber wenn dann die Frauen-Nationalmannschaft spielt, könnten die Einschaltquoten da vielleicht auch noch besonders hoch gehen. Deswegen der eindringliche Appell, dass wir das hier vielleicht alle auch in unseren Fernsehsendern gucken können, um die Leidenschaft von denjenigen, die Interesse haben, die auch weiter zu befördern.